So, dann springen wir auch ins nächste Video rein von Hit oder Shit Schande der Gaming-Industrie. Was ist Vaporware? Ihr kennt sicher, ein Trailer erscheint bei den großen Gaming-Messen und ihr seid erstmal so richtig hyped und könnt fast nicht mehr warten auf den Release. Ihr zählt die Tage, bis ihr das Spiel endlich in eure Hände oder eure Library bekommt. Dann vergehen die Monate und man hört lange Zeit nichts davon. Oder man ist so hyped auf ein Game, merkt sich die Daten und irgendwie 3 Wochen vorher vergisst man, dass das Spiel rausgekommen ist. So wie ich immer so ein Glück gehabt mit dem, immer ich viel zu spät mitkriege, ob ein Spiel Release ist. Auch wenn ich das Datum eigentlich wusste, ich achte nicht mehr drauf, wenn das Spiel rauskommt. Immer wieder tauchen Trailer auf und der Release verschiebt sich zuerst um Monate, dann um Jahre. Star Citizen. Eieiei. Das kann interessant werden. Dann gibt es 2 Möglichkeiten. Das Spiel kommt gar nicht mehr oder es ist schon so outdated, dass es mehr ein Krampf als Freude ist. Ihr kennt das? Wir zeigen euch die größten Fails der vergangenen Jahre. Diese Fälle sind schon deprimierend häufig aufgetreten. So oft mittlerweile, dass es sogar schon eine eigene Bezeichnung für diese Art von Produkten gibt. Vaporware werden dann diese Spiele genannt. Das Wort setzt sich aus dem Englischen zusammen und heißt übersetzt Dampfware. Vaporware. 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 Dampfware. Kennt ihr dieses Video mit den verschiedenen Waren? Ist genial. Welche Spiele könnten jetzt gleich drankommen? Ich rate mal einfach mal. Ich will mir vorstellen, sowas wie Days Gone. Was, glaube ich, das? Es wird also vorher viel heiße Luft geplaudert und gehypt, damit es dann nach ewiger Verzögerung halbfertig oder gar nicht erscheint. Dabei haben sich auch richtig große und beliebte Titel nicht ausgenommen. Jeder wollte zumindest einmal dabei sein. Doom 4? Ein Beispiel, das bis heute ein Meme und eigentlich ein wichtiger Teil der Internetkultur ist, ist der bis jetzt fehlende Release von Half-Life 3. Half-Life 3 ist halt ein Meme, ne? Dafür kam halt Alex raus, was eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Auch wenn ich es nicht gespielt habe. Obwohl, eigentlich hatte Valve nie angekündigt, dass ein dezidiertes Half-Life 3 veröffentlicht wird. True. Es fehlt aber Half-Life 2 Episode 3. Jeder, der die Half-Life-Serie gespielt hat, so gut sie auch ist, merkt, dass Episode 2 mit einem riesigen Cliffhanger endet. Und so wie es aussieht, wird die Geschichte auch nie zu Ende erzählt. Ursprünglich war das Spiel für 2007 angekündigt und nach ewigen Verzögerungen hat das Fachmagazin Wired das Spiel als Vaporware abgestempelt. Valve hat daraufhin das Spiel endgültig abgesagt und begraben. Als Begründung nannte Valve eine fehlende Richtung in der Entwicklung und Einschränkungen durch das Episodenformat. Klingt alles mehr nach Ausreden als eine wirkliche Begründung. Ja gut, aber das stand gerade was mit Source 2. Das heißt, wir haben ja jetzt mit Counter-Strike 2 eine neue Engine. Vielleicht könnten wir anhand der neuen Engine vielleicht hier von Counter-Strike rübernehmen und eventuell ein neues Half-Life machen? Fragezeichen. Noch hat das Internet dadurch ein Meme bekommen, das bis heute anhält. Das liegt auch daran, dass Gabe Newell sich voll und ganz und mit sehr viel Selbstironie darauf einlässt. Der Elon Musk der Gaming-Branche irgendwie. So ist die Zahl 3 seither ein Wort, das Newell nicht gerne ausspricht, wie man beim Gabe Newell Announcer Pack für Dota 2 sieht. Ob es im Valve Headquarter wohl einen dritten Stock gibt? Killed more than 2 people and less than 4. Yeah, you know, that's technically right. You nailed it, we're good. Ja, eben. Es gibt einen anderen Fall, der auch zum Meme geworden ist, jedoch aus den falschen Gründen. Star Citizen. Viele bezeichnen es als das Spiel, das niemals fertig wird. Ja gut, das Spiel, das niemals fertig wird, wenn es noch Content bekommt ohne Ende. Also ich habe bis jetzt nichts Negatives im Spiel gehört, auch wenn es halt nie fertig ist. Aber ich habe persönlich nie was Negatives gehört. Wenn ihr was Negatives im Spiel gehört habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hätte echt gerne Bock darauf zu diskutieren in den Kommentarsektor. Anfang hat auch hier sehr vielversprechend ausgesehen. Chris Roberts, ein Veteran der Game-Industrie, hat 2011 sein eigenes Spielstudio Cloud Imperium Games gegründet und eine Kickstarter-Kampagne ins Leben gerufen. Die Crowdfunding-Plattformen sind notorisch für solche Vaporware-Projekte, nicht nur in der Games-Industrie, sondern auch in anderen Sparten. Jeder, der in Produkte investiert hat, die zu gut sind, um wahr zu sein, hat schon mal absoluten Bullshit oder einfach gar nichts geliefert bekommen. Star Citizen ist auch eins dieser Projekte. Mittlerweile sind über 10 Jahre seit der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne vergangen und das Spiel ist weit weg vom offiziellen Release. Aber es bekommt, soweit ich weiß, immer noch Updates. Oder nicht? Muss ja nicht unbedingt ein Spiel nach 10 Jahren fertig sein. Ich habe gerade nicht mehr gegoogelt. Das letzte Update ist vor 3 Wochen her, Stand dato. I mean, andere Leute würden sagen, das Spiel ist jetzt fertig und würden es einfach releasen.
und sagen, ja, dann nehmen wir jetzt mal 60, 70, 80 Euro Neupreis und machen ein neues Spiel, ein Teil 2. Star Citizen ist, glaube ich, da so ein bisschen anders auf dem Trip und entwickelt immer weiter und weiter. Ob jetzt da Alpha drin steht oder Beta oder Early Access, finde ich persönlich, macht keine Rolle. Wenn das Spiel Content bekommt und Updates bekommt und neue Features kommen, dann ist es doch eigentlich Wumpe, oder? Trotzdem macht das Spiel satte 600 Millionen Dollar im Jahr. Oh, das ist eine Falschaussage. Im Jahr, also da steht, at the time of article publication, Star Citizen has raised 616 Millionen über 4,8 Millionen Accounts. Das heißt, nicht pro Jahr, sondern seit dem Release, also seit den letzten 10 Jahren. So, das ist jetzt eine Falschaussage. Eieieiei, hat der Sprecher sich versprochen oder die Recherche war nicht so gut? Und das ist ein Spiel, das weder einsteigerfreundlich noch besonders gut für die Hardware optimiert ist. Der wahnsinnige Umsatz für ein Spiel, das man mit viel Fantasie als Beta bezeichnen kann, liegt vor allem daran, dass das Spiel eine sehr leidenschaftliche Community hat. Es gibt Spieler, die tatsächlich über 10.000 Dollar für Ingame-Items und exklusive Zugänge ausgeben. Dabei gibt es auch Dinge wie einen Concierge-Service. Wenn man 1.000 Dollar spendet, hat man einen schnelleren Draht zum Kundensupport und Merchandise. Könnte man sich ehrlich gesagt ruhig auch für andere Spiele einführen. Noch dazu kommt, dass einzelne Schiffe bis zu 500 Euro kosten. Dementsprechend braucht das Spiel einen offiziellen Release gar nicht, denn die vorhandene Community ist schon bereit, unfassbar viel Geld auszugeben für einen Titel, der vielleicht eine solide Game Engine hat, dennoch sicher nicht als vollständig fertiger Titel bezeichnet werden kann. Ja gut, die Frage, ob jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre, wo das Spiel entwickelt worden ist, die Engine sich besser verbessert hat und eventuell geupgradet worden ist, das kann ich jetzt nicht sagen, ich habe das Spiel halt nicht gespielt. Aber, und auch, dass diese Preise da sind und ähnliches, finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. I mean, ich kann selbst entscheiden, wie viel Geld man für irgendwelche Items aussetzt, wenn die Community das akzeptiert, ist es so. Solange es jetzt nicht so ein krasses Pay-to-Win ist oder ähnliches, da ist 1000 Euro und hast dann auf einmal ein Omega-Ultra-Kampfschiff und kannst alles zerstören. Wenn du es prinzipiell erfahren kannst, ist es fein, persönlich. Wenn es nur exklusives Zeug ist, ist es so ein bisschen, Wenn es nur Cosmetics prinzipiell sind, dann ist auch wieder fein, wenn es exklusive Cosmetics sind. Wenn du eine Summe X ausgegeben hast und einen besseren Support bekommst oder einen schnelleren Support, ganz ehrlich, sowas ist in der echten Welt doch genauso mit Wartungsvertragen. Je mehr du für einen Wartungsvertrag bezahlst, desto besseren und schnelleren Support hast du oder Zugang. Also, das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Vor allen Dingen ist es so eine einmalige Summe, beziehungsweise eine summierte Summe. Ist das fine, actually. Ob man so ein Spiel spielen will, das neue Spieler fast dazu zwingt, Tausende an Dollar auszugeben, um ansatzweise mit den restlichen existierenden Playern mithalten zu können? Zwingen tun sie nicht, ist alles freiwillig. Wenn man jetzt Hardcore-PvP spielen möchte und Platz 1 der Rangliste hauen will oder sowas, keine Ahnung, oder der Beste sein möchte, ja, da kommst du aber in keinem Spiel voran, wo es halt Sachen gibt, die du dir in Ingame-Shops kaufen kannst. Also ganz ehrlich, da jetzt das Spiel da schlecht darstellen zu müssen, finde ich jetzt nicht so cool. Naja, wir wissen ja nicht. Doch der Fall, der dem Vaporware fast den Boden ausschlägt, ist der aktuellste Titel, der in aller Munde ist. Bei Star Citizen kann man zumindest vermuten, dass auch das Spiel in der Form erscheint, wie es die Fans haben wollen. Das nächste Game zeigt aber, wie effektiv man mit vergleichsweise wenig Aufwand einen riesigen Hype auslösen kann. The Day Before war ein Spiel von den Developern. The Day Before, das ist doch sehr aktuell. Das, was ich zu dem Spiel gehört hatte, war, es soll halt so ein Zombie-Survival-Game oder irgendwie so ein Survival-Game werden. Und es wurde einfach mal ein Escape-Shooter. Und noch krasser war eigentlich, dass sie sogar Assets aus dem Unity Store benutzt haben und halt dann mit keiner Liebe mehr in das Spiel das released haben. Na gut, die hatten, glaube ich, rechtliche Probleme wegen dem Namen eine Zeit lang gehabt. Und das Einzige, was ich dann noch gehört habe, ist, dass sie das Studio geschlossen haben und das Geld, glaube ich, an alle wieder zurückgeschickt haben, weil es schlecht verkauft worden ist oder so. Von Fantastic, einem relativ unbekannten Team, das mit einem Trailer zu einem MMO-Open-World-Zombie-Shooter Anfang 2021 für Aufsehen gesorgt hat. Das Spiel in Unreal Engine 4 hat nicht nur sehr nett ausgesehen, sondern hatte auch eine wahnsinnig vielversprechende Open-World. Die Community wollte genau das, was da gezeigt wurde. Es kam Trailer nach Trailer nach Trailer, aber irgendwie ewig kein Release-Termin. Aber kurz darauf haben sie den Release für The Day Before angekündigt. Schon 8 Monate nach dem ersten Trailer sollte das Spiel released werden. Jetzt kommt aber schon der erste Twist in der Geschichte. Auf einmal ist ein komplett anderes Spiel erschienen. Prop Night war nämlich ein Horrorspiel im Metaverse. Sie haben also den Hype rund um The Day Before genutzt, um ein ganz anderes Spiel zu promoten, aber da hört's noch nicht auf.
Einen Monat vor dem Release von The Day Before haben sie in einer Aussendung bekannt gegeben, dass sie von der Unreal Engine 4 zur Unreal Engine 5 wechseln. Das ist jetzt nicht irgendeine Kleinigkeit. Wenn man die Game Engine wechselt, dann dauert das Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis man wieder in der neuen Engine alles so integriert hat, wie man es will. True. Sie haben den neuen Release-Termin mit dem 1. März 2023 datiert, also 7 Monate danach. Mittlerweile waren die Zweifel in der Community größer. Es hat bis jetzt noch immer keinen richtigen Gameplay-Trailer gegeben, was immer sass ist, und das drastische Umschwenken bei der Engine einen Monat vor Release waren schon richtige Red Flags. Da hilft es nicht zwingend, dass das Spiel auf einmal aus dem Steam Store verschwunden ist, weil es Trademark-Schwierigkeiten mit einem koreanischen Kalender-App gab und die sich nicht rechtzeitig die Namensrechte für ihr eigenes Spiel sichern konnten. Das Spiel ist, wie schon fast erwartet, noch 3-mal verschoben worden. Wie angekündigt vorhin. Das Spiel schaffte es tatsächlich auf die Bildschirme der Spieler. Das ist aber schon alles Positive, was man dazu sagen kann, denn nicht nur ist das Spiel ein komplett anderes, was ursprünglich versprochen wurde, es war auch komplett verbuggt. Aus einem Open-World-MMO-Zombie-Shooter ist ein Survival-Shooter nach dem Vorbild von Escape from Tarkov geworden. Also in dem Fall, wie ich gerade angekündigt hatte, ein Escape-Shooter für die, die Escape from Tarkov nicht kennen. Der Clou an dem Ganzen ist, die Developer haben davon von Anfang an gewusst und dementsprechend waren die Trailer und der Hype der Inbegriff von falschem Marketing. Das hat Steam auch dazu veranlasst, ihren Rückgabezeitraum extra für The Day Before zu verlängern und dann nicht einmal 2 Tage nach dem Release das Spiel aus dem Steam-Markt zu schmeißen und allen Spielern das Geld wieder zurückzuerstatten. Danach auch für Fantastic Schluss. Sie haben sämtliche Social-Media-Profile und YouTube-Videos gelöscht und das Studio zugesperrt. Ja, das ging schnell, ne? Und jetzt auf gleich einfach F an dem Studio. Zum Glück für uns bleibt diese Shitshow trotzdem sehr gut dokumentiert im Internet erhalten, denn diese Story ist so dreist, dass man sie als Warnung für potenzielle Nachahmer konservieren und immer wieder erzählen muss. Aber ich habe irgendwo was mal gehört, mit dass sie ein neues Studio unter einem neuen Namen aufgemacht haben. Irgendwas habe ich da mal gehört. Was soll man dazu jetzt noch sagen? Vaporware sind richtige Stimmungskiller für die Industrie sowie für die Fans, die sich über Monate freuen. Trotzdem kann man als generelle Regel sagen, solange es keinen Gameplay-Trailer eines Spiels gibt, haltet den Hype lieber ein bisschen zurück. Denn auch wenn wir hier die größten Fälle diskutiert haben, gibt es so viele andere Games, die dem Hype nicht gerecht geworden sind, den sie mit ihren Cinematic-Trailern ausgelöst haben. Das hasse ich sowieso. Wenn ein Trailer nur Cinematics zeigt und vielleicht 1% Gameplay oder gar kein Gameplay oder dann irgendwas wie zum Beispiel damals mit Rainbow Six steht, dass da eine Ego-Perspektive-Szene gezeigt wird und oben rechts klein steht mit, dass das auch zum Cinematic gehört und nicht Gameplay ist. Ich glaube, das war Rainbow Six, bin ich auch nicht so ganz sicher. Das finde ich immer so sassy. Was ich immer cool finde ist, ich habe da mal irgendwo mal was gesehen, da haben die einen Cinematic-Trailer rausgebracht, also irgendwer, und irgendwie ein paar Wochen später gab es so eine Konferenz von den Entwicklern und die haben halt irgendwie 20 Minuten Gameplay gezeigt im Stream oder sowas und dann als Video nochmal hochgeladen. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das war cool. Das war wiederum cool, weißt du, wenn du so Entwicklerkonferenzen hast und die auch mal vielleicht im Stream sowas zeigen und auch auf Chat eingehen oder so, das wäre insane. Aber sowas hast du meistens wahrscheinlich nur bei Indie-Games, ne? Deshalb muss man diese Trailer immer mit sehr viel Vorsicht genießen. In der heutigen Zeit ist die Vorbestellung eines Titels ein großes Risiko, weil man mittlerweile echt nicht mehr weiß, ob man das bekommt, was man da bestellt hat, wenn man es überhaupt bekommt. Das heißt jetzt nicht, dass ihr euch über gar nichts mehr freuen könnt, aber mittlerweile wird gleich viel, wenn nicht sogar mehr Geld, ins Marketing als in die Entwicklung vom Spiel gesteckt. Und das muss sich jeder bewusst sein. Was glaubt ihr? Werden so Games wie Star Citizen oder The Day Before noch öfter passieren? Oder glaubt ihr, mittlerweile sind wir schlau genug und das funktioniert gar nicht mehr? Sagt's uns in den Kommentaren oder gerne auch mir im Livestream. Okay, bye! Wie gesagt, Star Citizen, das ist für mich ein eigenes Thema. Das könnte sein, dass das Spiel halt gefühlt nie zu 100% die 1.0-Version bekommt. Aber das Spiel bekommt ein Update. Und das ist wichtig. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und das war's mit dem Video. Lasst gerne ein Abo da, Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.